Damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal von Benny und Steve. Wir spielen heute, beziehungsweise nicht wir, sondern der Steve hat heute von mir die wunderbare Aufgabe bekommen, Emily Wants to Play zu spielen. Und der Stevie ist natürlich mit dabei. Hallo Steve! Ja, grüß dich alle miteinander! Hi Leute! So, der Steve kennt das Spiel gar nicht. Ich habe ihm das rausgesucht. Ich habe davon schon ein paar Sachen gesehen und wir lassen den Stevie jetzt erstmal quasi ins, ja, wir lassen ihn einfach mal anfangen zu spielen und ich werde ihm ab einem gewissen Punkt vielleicht ein, zwei Hilfestellungen geben, damit er auch, ja, vorwärts kommt und nicht andauernd stirbt. Aber wir werden das mal uns angucken, wie er sich anstellt und Steve, bitte spielen Sie. Viel Spaß dabei. Das Einzige, was mir Benny im Vorfeld gesagt hat, ist, dass ich wohl ein Pizzabote bin und eine Pizza liefern muss. Hallo. Your pizza's here. Oh. Okay. Okay, 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 alle klar. Ach, Tutorial hier an der Hand. An der Hand, sag ich schon. Oh, die. Ah, das ist aber. Gibt's hier so einen Mittelcursor? Weiß ich nicht. Oder einfach bloß grob in die Richtung. Okay, gut. Also, ich bin halt. Ich hab die Pizza geliefert und keiner die Pizza an. Hallo! Hier ist Kyle von. Call Domino Pizza Max. Ich hab hier eine Pizza mit ganz vielen wow, Anchovies. Ja, soll in die Küche, ist kein Problem. Wo ist denn da die Küche? Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, was? Was ist denn? Oh, oh. Tatsächlich, also wie gesagt, ich weiß nicht, also sieht schon komisch aus, aber soll ich solchen Sachen hier eher aus dem Weg gehen? So ein Plastik? Das weiß ich. Klauen wir? Oder was ist das hier? Ist das was zum Lesen? I think they want to kill me. Ich glaube, sie wollen mich töten. Kann ich das umdrehen? Oh. Was ist denn das? Kann die anderen Zeichen ja nicht. Was soll das sein? Irgendwie. Ja, das weiß ich nicht. Das wird ein Rätsel sein am Ende. Das aber wo wird das jetzt benutzt? Das ist fraglich. Naja, okay, gut. Ich würde erstmal. Der Puppenclown ist weg! Der Puppenclown ist weg, Benny! It's been over a month now and the police still haven't found any leads on the bizarre death of a local couple. The couple was found lifeless in their living room as neighbors were jogging by. The front door was wide open and the bodies could be easily seen from the street. There were no signs of forced entry and the police have ruled out burglary as a motive. Neither body had any injuries and the cause of death could not be determined by the coroner. It seemed as though the residents were preparing to move. The police have yet to find any leads. The house has been boarded up while the investigation continues. Ja, ist schon scheiße. I just want to play. Ich will einfach nur spielen. Aha. Where is she? Das ist doch der komische Kasper-Clown hier, oder? Hier, der in der Mitte. Das ist doch Pennywise hier. Plastik, ja, ja, ja. Plastik-Weiß, der jetzt weg ist. Das ist ja toll. Gibt's hier Flashlight oder habe ich irgendwas? Kann ich mich nur mit einem Pizzakarton verteidigen? Kann ich mich überhaupt verteidigen? Was ist denn das hier? Ist das ein Keller? Oh Gott. Das Ding hat einen Keller? Oh, da steht da einer. Wo? Hallo? Ich würde. Na, hier geradezu? Ach, da unten. Ja, ich sehe es gerade. Ja, bei mir ist super dunkel. Sorry. Ja, nee, bei mir ist. Oh. Okay, okay. What? Emily hurt a girl in school today. She's not allowed to go back. This is the third school she has been to. We're gonna keep her home now. Aha. Sind das jetzt hier was? There was a box of three very strange dolls down in the basement. Emily talks to them as if they can hear her. Maybe it's a good sign. It's the first positive thing in a long time. Was ist denn daran positiv? Alter, das ist so fucking duster hier. Ja, ich seh wirklich super wenig. I went down in the basement today to bring Emily some food. She was laying on the floor lifeless. She wasn't breathing. She didn't have a pulse. She didn't have any injuries. We can't go to the police. How can we explain this? Okay. Ja. Schön. Also, kann ich rennen? Kann rennen. Aber. Ah! Was? 12 Uhr. 12 Meine Uhr. Schicht endet. Ich gehe jetzt nach Hause. So, tut mir leid. Küche habe ich nicht gefunden im Keller. Oh. Alter,
Ja. Ja, also ich kann schon mal so viel verraten. Dein Ziel ist es. Du bist ja jetzt als Pizzaboy da drin. Das ist ja deine letzte Pizza, die du ausgeliefert hast. Ja. So viel sei dazu gesagt. Und eigentlich hättest du jetzt Feierabend. Aber... Was ist denn das? Ich sehe nichts hier. Ich auch nicht. Okay. Warte mal, ich muss mal ganz kurz mal den Bildschirm ein bisschen heller einstellen bei mir. Verzeiht mal kurz, bitte. Ah, immer diese Cheater. Cheater. Also, ja, anders, auf jeden Fall... Anders geht das hier leider nicht irgendwie, weil ich sehe gar nichts. Alles gut, alles gut. Auf jeden Fall, dein Ziel ist es, du hast jetzt gerade die Uhrzeit gesehen, und zwar, du musst bis 6 Uhr morgens überleben. Ich muss bis 6 Uhr morgens überleben? Alter, ich sehe noch nicht mal, ich sehe jetzt auch nichts. Das ist kein Unterschied, Alter. Ja, ich gehe mal erstmal wieder hoch, weil ich sehe ja hier einfach, also... Wenn du weißt, wo du lang musst, um hochzugehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Gibt's hier eine Karte? Map? Ich glaube nicht. Weiß? Ja. Oh nee, Alter. Oh, hier, Freunde, kickt euch das mal an. Oh. Ey. Wirklich, Benny, Alter, so ein hart, so ein Scheißbuttet? Ja. Oh. Oh, das ist nicht schön. Bin ich jetzt wieder im Keller? Nee, du müsstest, glaube ich, jetzt wieder an der Tür starten. An der Haustür. Dann bleib ich da. Bleib da stehen. Ja, genau, wunderbar. Du bist jetzt an der Haustür. Schön im Helm. Look. Look. Ja. E-Taste oder rechte Maus zur Interaktion mit Objekten. So, ich muss mein Mikro tatsächlich leiser machen, weil es etwas übersteuert. Aha. WSD, okay. Shift ist Rennen. Was? Zoom ist mit... Ah, Flashlight. Oh Mann, Alter. Kann ich hier nicht mal in Ruhe was lesen? Was spinnt ihr denn? Mittlere Taste ist anscheinend die Taschenlampe. Nee, das ist Zoom. Ach, das ist Zoom, okay. Ja. Oh, Kinder, nee. Das ist ja nicht schön. Kann ich mich jetzt irgendwie vor den... durch was schütze ich mich denn? Indem ich im Licht bleibe? Oder, Das musst du ja herausfinden. Da gebe ich dir jetzt noch keinen weiteren Hinweis. Das kommt beim nächsten Sterben, bekommst du den ersten kleinen Hinweis von mir. Da bin ich dir sehr dankbar, Benni. Kann ich Sachen durchsuchen? Ja, du siehst ja die Hand, die leichte. Also ja, müsstest du eigentlich damit interagieren können, wenn die Hand kommt, normalerweise. Gut. Also mit E oder so. Ja, nicht so. Oh, okay. Kommt, sobald ich halt... Okay. Ich darf, wahrscheinlich darf ich die nicht aus der Augen lassen, wa? Die kommen bestimmt näher, wenn ich mich umdrehe. Das war doch mal, bei Dr. Who war das doch mal so. Okay, ja, das kenne ich. Oh, ja, pass auf, ich mach mal einen Test, ich drehe mich um und dann drehe ich mich wieder um. Pass auf, Achtung. Oh ja, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Okay. Oh, nicht mit mir. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen, Alter? Das ist ja alles duster wie Zappenhampel hier. Ja. Okay, jetzt hat sich Uffi löst. Das heißt, wenn so Uffi löst ist, dann... Dann bist du safe. Dann bist du... So viel verrate ich dir jetzt. Und ja, du hast den ersten quasi Trick. Oh. Hello? Rausgefunden. Ja, das. Ja, hier war ich ja vorhin schon. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Ja. Muss ich jetzt in... Also der Abstand ist schon ziemlich weit jetzt. Ist hier der Arschclown? Nee, der Arschclown ist weg. Okay, jetzt hat sie die Hände wieder runtergenommen. Ja. Wenn ich jetzt weggucke und wieder hingucke, ist er dann näher? Ich gehe von aus, ja. Und zwar... Okay, es muss anscheinend ein bisschen länger weggucken dann. Aber würde ich dir nicht raten. Ja, die kommt näher. Und was ist, wenn ich jetzt hingehe? Nö, wenn du hingehst, glaube ich, dürfte nichts passieren. Wenn jetzt direkt sie so... Solange du sie anguckst, dürfte nichts passieren. Was, ist hier von hinten in den Arsch latsche? Hey, du!
Also war kein keine Annie Lane. Mike, Tür zu. Okay, keine Spiele. Ja, das glaube ich, weiß ich nicht, ob das so clever ist. Meinst du? Das weiß ich nicht, aber kannst ja gerne mal. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob du dich jetzt irgendwie verärgert hast oder sonst was. Also ich weiß, dass es als Hinweis gibt, bei der Puppe heißt es, du sollst sie, wenn sie da ist, sollst du sie direkt angucken und nicht weggucken. Das ist der Hinweis, den ich dir gegeben hätte. My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know, it's all about Emily. I can't tell him anything about that. Was tut das? Natürlich nicht. Maybe it'll help. Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt ganz cool hier in der Ecke stehen bleibe? Nein. Dreh dich mal um. Oh! Alter. Ich stand doch jetzt an der Wand. Also, noch, ich gebe dir noch den weiteren Hinweis. Jedes Mal, wenn du das Lachen hörst, solltest du dich umdrehen. Sie steht definitiv hinter dir. Sie steht immer, aha, wenn das Lachen kommt, hinter dir. Egal, in welcher Ecke oder sonstiges du stehst. Dreh dich um, guck sie, such sie, find sie und guck sie einfach an. Dann überlebst du. Mein Tipp ist, such mal bitte die Küche am besten auf. Ja, find mal erstmal die Küche. Na, du warst schon fast in der Nähe von der Küche, aber du bist dann leider wieder anders abgebogen. Aber das machst du schon. Du machst es. Ich bin begeistert, dass du den ersten Hinweis eigentlich selbstständig rausgefunden hast. Ja, das ist schön, hilft mir nur nicht. Ja, das ist trotzdem drauf hier. Ja. Wie gesagt, such mal die Küche. Ach, fick doch die Hämmer, Alter, echt. Küche. Wir haben die Küche gefunden. Was ist das hier? Die Küche. Vielen Dank für Ihre Bestellung. So, Kabel kann ich jetzt nicht. Da links steht was an der Tafel. Links steht was an der Tafel. Don't look at her. Sieh sie nicht an. Aha. Wo? Okay. Ich guck dich aber an. Du Dreckstück. Oh, die ist echt, die ist ein bisschen, also, es ist gruselig, definitiv. Also, der Geist sieht schon scheiße aus. Ne? Aber es hat seinen Effekt irgendwie. So, ja. Uff, weg ist er. So. Oh, das ist noch ein Hinweis. My friends help me, they love me. Ja. Oh. Don't move. Bleib. Ach du Scheiße. Okay, bei ihm müssen wir also stehen bleiben, ja? Wenn er kommt. Na toll. Wenn ich im Bad bin, möchte ich allein im Bad sein. Wo? Ja, gucken wir uns mal an, was wir hier gemacht haben, wa? Ne? Du verstehst es doch nicht, das Prinzip, wa? Wie das hier so geht. Kinder, nee. Ist das geil. Oh. Ich habe mich schon Ewigkeiten gefreut, dass du dieses Spiel spielst und dass wir das endlich mal machen, ey. Oh, ist das schön. Hier, ich zeig dir gerade Read Between the Lines. Ja, genau. So. Also, das ist wirklich. Oh, Mann. Oh. Du hast die erste schon überlebt. Ist der Geist jetzt auch noch trotzdem da oder kommt jetzt einfach nur ein anderer? Das weiß ich auch nicht. Also, auf jeden Fall kommt ein anderer. Benny? Aber es könnte auch sein, dass. Benny? Ja? Hörst du mich noch? Wo bist denn du, Benny? Warum sagst du nichts mehr? Hörst du mich? Nein! Nein! Hörst du mich noch? Oh, jetzt hör ich dich wieder. Alter, das war knapp gerade. Das war gerade knapp. Das war sauknapp. Nee, hast du die Frage, glaube ich, selbst beantwortet? Ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt ein anderer kommt, aber anscheinend kommt jetzt noch ein zusätzlicher. Yay. Das ist ja toll. Das ist ja super. Nein! Nein, Alter. Jetzt hör auch nicht, wenn die weg ist, wa? Nee. Mach die so. Ich weiß es nicht. Oh, oh, oh. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ja, ich... Oh. Oh. Was ist das? Jetzt kannst du dich wieder bewegen. Sicher? Ja. So viel, ich gebe dir mal den Tipp, mach mal Licht an. So viel gebe ich dir als Tipp, gebe ich dir mal mit. Oh, Scheiße. Oh. Alter. Ich geh doch mal aus dem Bad raus, mach mal Licht an. Oh, Junge. Oh. Irgendwo ist sie. Hinter dir. Oh!
Das ist ein bisschen was alienmäßig, wa? Sie möchte dich doch nur umarmen, guck mal. Sie streckt die Ärmchen raus, sie möchte doch nur in den Arm genommen werden. Ja, schon, sieht eklig aus. Oh. Das ist ja nicht... Weg ist er. He's gone. So, ich würde ja nur... Da links ist die Tür aufgegangen. War da nicht gerade eine Tür? Ach so, die runter zum Keller. Der scheiß Keller wieder, ja. Und wir nicht sehen. Oh. Okay. It's been over a month now. Ah, okay. Das triggert anscheinend immer wieder von vorne, wenn du stirbst. Ja. Dann geh nochmal Richtung Küche. Nochmal. Oder auch nicht. Oh. Also prinzipiell ist das kein Problem, wenn ich ständig das Licht wieder ausmachen würde. Weil du siehst ja dann halt nicht, ne? Geh. So. Aber gut, du bist, läuft. Ha! Und sie ist irgendwo. Irgendwo ist sie. Irgendwo. Dreh dich um. Wo ist sie denn? Dreh dich wieder um. Nicht, dass sie jetzt auf einmal hinter dir ist. Wo ist er? Ach, die moved auch durch die Wände durch hier, wa? Naja, klar, Arschgeist. Ja. Dafür muss ich mal hier ein ganz großes Lob an den Tischler irgendwie geben, der wirklich die Dielenbretter unten so perfekt ausgesucht hat, irgendwie, dass die Maserung selbst über den Verbund hinhaut. Perfekt! So, der hässliche Clown, bei dem darf ich mich jetzt also nicht bewegen. Das heißt, was ist bei dem das Zeichen, dass ich mich bewegen darf? Du hörst ja immer dieses Lachen von dem Clown, dieses ho, 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 ho. Ja. Und dann kommt einmal ein irgendwas, was er dazwischen macht. Und dann kommt ein Seufzer. Und nach dem Seufzer verschwindet er. Also jetzt kommt noch gleich dieses oh, oh, oh. Du hast dich bewegt. Ich hab die Hände so einfach an der Maus gehabt gerade. Hast du dich gedreht oder so? Nein, ich halt die Hand hoch, schon die ganze Zeit. Also du darfst dich auch nicht im Stand quasi drehen. Das ich habe mich nicht gedreht, stand in dem leeren Raum und hör hoho und habe mich nicht mehr bewegt. Das Spiel sagt was anderes. Das Spiel macht Spaß mit dir, Benny. Weil es unfair ist. So, okay. Küche, Junge, ich will ja, dass du endlich wieder mal in die Küche gehst. Nehmen wir jetzt nochmal in La Cucina. Ja, das ist nicht die Küche. Da ist auch nicht die Küche, kalt. Ja, tatsächlich habe ich wirklich ein bisschen Probleme mit der Orientierung, wa? Okay. Küche. So, was ist hier was? Get a new door. Pick up Emily's mat. Na, wenn das nicht schon zu viel war? Oder darf ich auch nicht zu nah an dem dran stehen? So, und dieses dann ist er das weg. Nee, zu nah dran ist wurscht. Du darfst dich wirklich nur nicht bewegen. Was war denn das? Okay. Was war denn das? Ja, keine Ahnung. Oh ja! So, endlich hat er das, was ich ihm die ganze Zeit geben wollte. Und zwar die scheiß Taschenlampe. Deswegen will ich dich die ganze Zeit in die scheiß Küche schicken. Geil, Alter. No one will help us. No one can help us. Dreh dich um. This house had a basement in it. We made a place for Emily down here. My husband hid the entrance. Turn around. Geh jetzt weg. Wo ist jetzt Morticia Adams Kind? Zwei Stunden später. Ich halte die Hände hoch. Beide Hände. Oh, oh, oh. Hallo, der Clown ist so ein bisschen dümmlich. Klingt auf jeden Fall so. What is this? At last, I had some friends in the basement. Ne, das ist toll, dass du ein paar Freunde. Me, Chester, Kiki and my Tatters friend. Mr. Tatters. Oh Gott, wer ist denn der dritte da am Bunde? Von der Spaßpartei.
Ja, das werden wir, glaube ich, wenn du die nächste Stunde überlebt hast, glaube ich, dann herausfinden. Ich zieh durch, ich spring hin! Was ist das? Was ist das für ein Geräusch, Benny? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, es gab noch den glorreichen Tipp, den ich dir jetzt mal verrate. Man sollte nicht in das Loch springen. Jesus. Wo ist er? Man sollte nicht in ein Loch springen? Das sagst du mir, als ich ins nachdem ich ins Loch gesprungen bin? Ja. Mann, Benny. Ich wollte immer mal wissen, was passiert, wenn man ins Loch springt. Entschuldigung. Wie ist denn das? Erreiche ich eigentlich 6 Uhr, wenn ich jetzt einfach hier stehen bleibe und mich der paar Leute erwehre? Oder muss man einen gewissen Progress im Spiel erreichen? Also soweit ich weiß, musst du, glaube ich, nichts sammeln. Ich glaube, du musst einfach nur die Spiele von Emily mitspielen. Problem wird sein, du wirst bald ein Problem noch bekommen. Das ist sei dir gesagt. Toll, na, ich würde bloß vom. Ach du Scheiße. Ja. We're scared of our own daughter. She was standing in our bedroom last night, staring at us. We're Also, going to haben start sehr viele Diktiere. Oh. Nein. Dreh dich um. Ja, ist ja mal überhaupt nicht da reingebackt. Aber sieht schon fies aus, wa? Sieht schon fies aus. Die ist wirklich fies. Ich glaube, die Tante, die immer so an dem Boden da so lang rennt, ich glaube, das müsste Emily sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Weil alles andere sind ja hier, die zwei anderen Jungs und Mädels sind ja Puppen. Das ist toll. We bought her a puppy. It was so cute. Ja, we thought it would schön. Help her. Das wird's bringen. Poor puppy. Emily didn't like it. Oh Gott, was hat sie mit dem Puppy gemacht? Ja. Ich glaube, ich will das nicht wissen. A hole fell through Emily's old room into the other side of the basement today. We know Emily had something to do with it, but we don't understand what's going on. Okay, jetzt verstehe ich aber noch nicht, warum das irgendwo mal stand, dass du nicht in dieses Loch springen sollst, obwohl eigentlich nichts passiert. Ja, weil das hier schrecklich ist und schrecklich, Benny. Bitte? Was ist das denn? Was war das denn für ein Atmen? Wo ist sie? Hast du ein Glück? Oh. So, das heißt, jetzt kommt noch irgendwas anderes noch mal zu hin. Wo ist sie? Ist sie jetzt weg? Kommt sie? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die müsste jetzt weg sein. Also ich hoffe, dass es jetzt resettet ist. Was ist das hier? Alkohol? Kümmerling? Gib mir das. Sieht aus. Achso. Ah, guck mal. Ja, super. Schön. War das jetzt aus dem Diktiergerät? Das war aus dem Diktiergerät. Ich hoffe, dass das aus dem Diktiergerät kam gerade. Okay. Oh Gott, dieser Clown, ey. Das Schlimme ist ja nur, sind die denn auch beide im gleichen Raum? Also quasi hier die Schwarze und, also die Schwarze, was war das? Lass mich raten, vor dem muss ich abhauen? Muss ich von dem wegrennen? Ja. Oh nein, Alter, nein. Also, sagen wir mal so, wenn du den hörst, solltest du den Raum wechseln. Den Raum wechseln? Den Raum wechseln. Ey, das wäre jetzt aber, das ist echt mega knapp gerade gewesen, irgendwie mit dem... Mit dem Clown, wo du dich nicht bewegen darfst. Ey, hab ich jetzt die Taschenlampe noch? Nee. Ey, nein. Du bist resettet jetzt? Worden. Du musst erstmal die Taschenlampe... Orientierung ist heute echt nicht deine Stärke. Oh, okay. Küche? Ist woanders. Oh. Boah, jetzt kommen die aber auch hintereinander weg, die fiesen Dinger. So, da steht übrigens immer der Hinweis an der Tafel, nur so als Info, ne, was du machen sollst. Nein. Nein? War das nicht hier? Ach, scheiße. Nein. Richtig.
Mach das Ding auf, hat gesagt. Oh oh, renn weg. Ich kann nicht wegrennen! Scheiße. Also der nervt mich ja. Der nervt mich ja richtig, Alter. Ja, ich habe das Ende auch noch nie gesehen. Also ich habe das bis jetzt, ich weiß, ich habe auch die dritte Geschichte jetzt hier mit dem Wegrennen mit dem Typen. Das kenne ich nur durch Hörensagen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Deswegen jetzt weiß ich, ist für mich auch alles andere neu. Also ich kannte den Clown und ich kannte die Tante, die du angucken musst. Den kannte ich. Und wie gesagt, was jetzt in der nächsten Stunde dann noch kommt, das ist auch nur durch Hörensagen. Also das ist jetzt wirklich nur so, wo ich weiß, okay, das ist so, was du machen solltest, aber da lasse ich dich erstmal selbst wieder das herausfinden, ob du das selbst herausfindest. Weil die anderen Sachen hast du auch gut gefunden, muss ich sagen. Also du hast rausgefunden, dass du die Tante angucken musst. Tausendmal gestorben, super. Lern durch Schmerzen, oder? So, genau. Ja. Okay. Also du kannst auch noch eine Runde spazieren gehen. Fahren jetzt. Raus. Oh, 3 Uhr. Jetzt wird's aufregend. Jetzt wird's schlimm. Jetzt wird's schlimm. Na, mal gucken. Ja? Na, schlimm nicht. Also jetzt würde ich ein bisschen wieder im Haus rumlaufen. Ja? Achso, das war jetzt erstmal ein bisschen kicken oder was? Ja, jetzt würde ich wieder ein bisschen gucken. Jetzt würde ich mal wieder ein bisschen... Sein. Oh Gott. Was? Ja. Sehr gut. Jetzt guck ich mal auf die Tafel, was steht denn da? Weil das würde mich jetzt mal interessieren. Isn't this so fun? Ah, ja, ist klar. Es macht so viel Spaß, es macht auch so viel Spaß, oder? Dann kläre ich die Tür zu. Hast du die Tür zugemacht? Nee, die ist von der Nähe gerade zugegangen. Ich dachte, das wärst du so. Clown, nee. Tür zu. Keine Lust. Also wenn jetzt nicht noch irgendwas Krasses dazukommt, zieht das so durch. Ich will jetzt mal das... Dieses Lachen. Wirklich. Das verwundert mich jetzt gerade so ein bisschen. Aber okay. Wie, du weißt doch schon wieder irgendwas, Benni, irgendwie. Ja, die Instanz selber laut meinen Infos sollte eigentlich jetzt anders sein, aber anscheinend ist das nicht so. Naja, also ich bin jetzt mal gespannt, ob du jetzt die eine Stunde damit so rumkriegst oder ob wir jetzt hier in so einer Endlosschleife sitzen. Ich bin echt gespannt, ob wir die nächste Stunde so erreichen, weil eigentlich laut meinen Infos für das Game dürfte das eigentlich nicht funktionieren. Aber ey, verstehst du? Wir haben es viel. Nice. 2 Stunden musst du noch überlegen. So, die Frage ist, Benni, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt tun? Nee, eigentlich müsste was anderes jetzt kommen, aber ich bin gespannt, ob das jetzt kommt. Naja, wahrscheinlich ist Emily jetzt noch mit bei. Was? Ja. Was ist das jetzt? Genau das habe ich eigentlich davor schon erwartet. Was? Ja. Und guck wie? Auf die Tafel, was steht da? I hide you seek in the dark. Hide and seek, my friend. Hide and seek. Ich muss sie jetzt finden? Richtig. Nee, Alter, ehrlich jetzt. Das ist doch nicht ernst. Jawohl. Und zwar immer, wenn der Timer losgeht, musst du sie finden. Was ist mit den anderen? Die sind jetzt erstmal, soweit ich weiß, deaktiviert, dass du dich wirklich auf das Hide-and-Seek-Spiel mit Emily verbinden kannst. Und in der letzten Stunde sind alle mit dabei. Hide-and-Seek plus die Puppen. Und das wird tricky für dich. Ja, das wird schon tricky jetzt. Wie sieht's denn, was ist... Emily ist eine Person mit weißen Haaren, die meiste Zeit... Ja, die jetzt da unten da im Keller rumgelaufen ist. Die Frage, steht die jetzt irgendwo im Raum, oder? Ja, die ist jetzt hier, hat sich irgendwo in der Wohnung irgendwo versteckt. Zum Beispiel da. Und weiter jetzt, Alter. Na, schönen Dank auch. Ich weiß, dass du jetzt lange zum Beispiel nicht in der Küche warst. Nee, das stimmt nicht. Ich war in der Küche. Oh. Oh, Scheiße. Wie oft muss ich die finden? Das steht hier leider, also das weiß ich nicht. Das steht dreimal? Irgendwo, das steht nur 75 Sekunden hast du Zeit und das musst du so lange machen, bis die Stunde rum ist. Was ist das für ein bekloppten Spiel, ey?
So, wie gesagt, Emily wants to play. Also, ne? Es geht alles von der kleinen Emily aus. Beschissene Spiele will ich spielen. 75 Sekunden. Ja, vorbei der Mai. Wo ist sie denn? Von wo kommt sie denn? Von da? Das ist ja cool gewesen. Bin ich werde es jetzt exakt einmal noch probieren. Denn übernimmst du. Ich meine, du hast ja den Schwierigkeitsgrad, den hast du ja eigentlich, was ja eigentlich die Schwierigkeit des Spiels ist, hast du ja eigentlich gemeistert. Muss ich ja dazu sagen. Also das mit den Puppen war ja eigentlich der tricky Part. Das ist also jetzt eigentlich wirklich so ein schwerer Part, finde ich jetzt auch. Wo ich sage, eigentlich hast du das Spiel geschafft und gemeistert. Wie für mich jetzt. Naja, also meistert halt natürlich nicht, aber das ist das Beschissene an der Sache. Es ist halt einfach. Es ist, also klar, die jetzt hier halt zu finden, das immer wieder abzulaufen irgendwie, das ist natürlich eine Sache so, ne? Aber das ja, danach noch mit den Puppen zusammen. Ja, das wenn ist du dich nicht bewegen kannst. Genau. Das wird denn, das also. Ja, siehst du, jetzt renne ich hier schon wieder rum, wie polnische Fallschild. Na genau, ja, Keller, mal gucken, ob sie jetzt sich wirklich da drin versteckt hat. Bei Keller fänd ich jetzt, echt böse. So, dann müsste sie ja von links jetzt kommen. Oh, macht doch die Tür auf. Macht sie die Tür auf. So, Benny, the stage is yours, Alter. Na gut, ich probier's einmal. Wie waren jetzt nochmal Taschenlampe anmachen? F. F einfach, ne? Oh, okay. Für Flashlight. So, ich bleib jetzt nämlich einfach nur hier stehen. Und Benny geht los. Benny geht in die Flur, danach im Anschluss sofort ins elterliche Schlafzimmer. Er bewegt sich zielsicher auf die begehbaren Kleiderschrank zu. Nichts, er dreht sich um, geht durch den Flur, schaut ins Masterbad. Dort sieht er die Toilette, muss er nochmal pinkeln. Nein, er geht weiter ins Master-Schlafzimmer. Guckt nochmal in den Abgang in den Keller, dort ist nichts zu sehen. Er geht weiter, was wird er als nächstes tun? Was wird er tun? Wo geht er hin? Geht er vielleicht in die Küche? Nein, er geht in die Garage. Die Garage ist sein ernstes Ziel. 45 Sekunden sind es noch. Was wird er tun? Also mal gucken, ganz gemütlich gucken. Hier, guck mal hier. So, also nichts. Moderator könnte ich nicht sein, wa? Also die ganze Zeit einfach nur so worthülsenlos ballern irgendwie. Ist, also ich könnte es nicht. So, Kitchen. Da ist er. Warte. Was hat denn die überhaupt für ein Becken, ey? Oh, gebärfreudige Specke, Junge. Die kleinen Bähnchen, die dünnen, Alter. Was ist denn da? Da haut er was ganz gewaltig nicht hin, so von der Anatomie. So, ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn ich die jetzt gleich gefangen habe, von der Theorie her, wir sind ja jetzt in der Küche, ja? Wäre jetzt mein nächster Step, dass sie dann quasi entweder im elterlichen Schlafzimmer ist oder da in diesem Schlafzimmer, wo es zum Keller runtergeht. Warum? Weil es der weiteste Weg ist von hier. Ach so, okay. Die größtmögliche Distanz dazwischen. Genau. So, weil hier dürfte sie nicht sein. In diesem Vorraum hier eigentlich auch nicht. Wäre jetzt so meine Vermutung. Ich würde sie hier entweder vermuten. Nee. Badezimmer, da. Wo hier vorne ist sie. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze gemütlich hier 54 Sekunden lang an. Okay, was war das gerade? Achso. Das war ich. Ja, wir werden sehen, Benny, ob deine These stimmt. Irgendwie wäre was dran. Also, ich würde es so programmieren sogar. Also, wenn ich programmieren könnte. Genau. Du Penner. So, na denn, hol sie dir. So, weil ihr könnt ja mal hier gucken. So, hier ist sie jetzt nicht. Mich würde es jetzt wundern, wenn sie hier wäre. Ja. Oh, okay, wundert mich. Sie ist hier. Scheiße. Gut, dann gucken wir uns 70 Sekunden lang ihren. Ja. Aber ist schon was unförmiert, wa? Oder? Ist mega unförmig. Also. Vorhin aber schöne Zöpfchen hat sie. Oh, fünf, aber erstmal Gamesünden müsste hier erstmal für das Charaktermodell nochmal einen Abzug geben. So, jetzt gucken wir mal, ob wir sie jetzt hier wieder. Ah, schade. Das war jetzt zu viel. Da war ich jetzt zu gierig. So, jetzt könnte ich ein Problem kriegen. Steppen wir mal ganz kurz hier die Ecken alle so weit durch. Dim. Hat sie sich hier wieder verdüttelt? Nee, dann gehen wir jetzt mal Richtung Küche. Machen wir hier kurz noch den hier. Schnibbidi-Schnu, hier ist nix. Schnibbidi-Schnu, bist du hier?
Nope. Bist du hier eigentlich mal drin? Nee, lässt sich nicht öffnen, die Tür. Okay. Also hier scheint sie nicht zu sein, dann kann sie nur noch eigentlich im Esszimmer bzw. Wohnzimmer sein. Und wenn sie hier nicht ist, dann ist sie mies im Keller. Weil dann habe ich eigentlich alle Räume einmal durch. Und sie ist mies im Keller, die kleine Made. Weil hier steckt sie ja auch nicht, genau. Na, mal gucken, ob ich sie jetzt noch im Keller erwische. Snibbity Snap. Guck mal geradeaus erstmal. Hm, okay. Snibbity Snap. Oh, hast du Schwein, Alter. 4 Sekunden, mein Freund. Chapeau. Ich bin der King. Das war mehr Glück als Verstand. So, aber Keller ist mit bei und das finde ich. Keller ist fies. Keller ist eine fiese Hausnummer. So, hier ist er nicht. Jetzt gehen wir mal wieder straight ahead. Hello! Ja, ist klar, du machst das Ding jetzt mit Ema durch, oder was? Du Arsch. Das ist unglaublich, ey. Nee, das ist jetzt einfach quasi so, ja, Taktik halt. Also Taktik wegen Time runterlaufen lassen. So. Ja. Das ist mir jetzt aber auch erst. Also, Strategie. Genau, nein, ich hätte am An. Wow, nice. 5 Uhr. Na dann, Benny. Ja, jetzt your last wieder, hour oder? Begin. Ach, jetzt muss ich weitermachen, oder? Tja, na, du hast dich als fähig erwiesen, diese dumme kleine Guste zu suchen. Ja, jetzt 38. Steht aber noch die 38. Dann lass mal diese so stehen. Aber wahrscheinlich wird es gleich resettet. Hm? 90 Sekunden jetzt. Na dann. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es wird mit den Arschkrampen dazu. Ha! Da ist er. Hello! Da ist er. Mal gucken, ob jetzt was passiert. Weil eigentlich gucke ich ja in ihre Richtung. Ja. Weiterhin. In einen anderen Raum. Anderer Raum. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Oh, da ist er. Sehr schön. Oh, kleiner Ficker. Nicht so viel rumbewegen. Denk dran, Clowny Clown. Fies wird's jetzt, wenn jetzt der Fiesling kommt und der die Fiesling, Zeit kurz. Der kleine Scheißer? Der Fiesling, der dich in einen anderen Raum schickt. Ja, renn geradezu, renn geradezu, renn geradezu. Geradezu? Wieso geradezu? Ne, geradezu in die Tür rennen. Ja, ich werde jetzt nach hinten weg. Dann hättest du dich dabei umdrehen können. Damit ist das Spiel für mich heute vorbei. Hat aber trotzdem mir mega Spaß gemacht, das zu sehen, wie Steven da sich eigentlich gut geschlagen hat. Muss man mal ganz klar sagen, es war eigentlich schon sehr gut. Er hat wenig Tipps von mir bekommen. Und ich hätte mit viel mehr Tode gerechnet. Aber ansonsten, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wie war's für dich? Ich sag mal, von mir bekommt das Spiel 4 von 10 Angstbubsan. Einfach, weil der Anfang ist schon cool irgendwie mit den 3 Einzelgeistern. Ich nenne sie mal Geister. Das ist schon cool. Nur der Schluss hat es kaputt gemacht. Aber ganz gewaltig kaputt gemacht irgendwie. Also wahrscheinlich ist nachher nochmal, danke, 6 Uhr und Tschüssikowski darf es jetzt gehen und Emily möchte nicht mehr spielen. Wir werden bestimmt, wie ich uns kenne, Benny, wir werden bestimmt bei Emily Wants to Play 2 noch reinschauen irgendwie. Vielleicht ist aus dem Vorgänger gelernt worden. Oder vielleicht haben sie es nur noch schlimmer gemacht. Wir werden es rausfinden. Ansonsten, wir haben ordentlich gelitten. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein bisschen Liebe da, ja. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und haut in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss.